Herzlich willkommen im Keller der Innovation. Heute mit dem niedlichen Nick und Fabulous Frank. Die beiden zeigen euch heute, wie man Benfit, also gebogenes Glas, in einem Profil montiert. Und das so leicht, wie es noch kein anderer gesehen hat. Viel Spaß! Nach der Montage des Profils ist der erste Schritt die Montage der Flexfits, der Benfits. Dabei handelt es sich um besondere oder spezielle Inlays, die flexibel sind. Die Flexfits werden in den Abstand von 312 mm im Profil eingelegt. Einmal. Der nächste Schritt ist, das Glas in das Profil bzw. in die Inlays einzusetzen. Als nächstes wird das runde Gummiprofil aus dem Flexfit-Set beidseitig ins Profil gesteckt. In einer Tiefe ca. 2 cm ab Oberkante Profil. Das Glas wird im Profil mit einem Zweikomponentenkleber befestigt. Dafür sind folgende Vorbereitungen zu treffen. Als erstes ist der lose Deckel einfach abzuziehen, die zweite Komponente zuzufügen. Pro kleiner Tube eine zweite Komponente. Als nächstes wird die Tube in den Stahlfuß eingeklemmt. Danach werden die zwei Komponentenkleber nach Datenblatt vermischt. Wenn die zwei Komponenten vermischt sind, vorsichtig den Mischer aus der Kartusche ziehen. Dann wird die Kartusche aus dem Fuß entnommen. Der Deckel wird drauf gesteckt und zur Sicherung mit einem Klebestreifen fixiert. Dann wird die Kartusche in die Presse eingeführt und nun kann mit der Befestigung des Glases begonnen werden. Bevor das Glas verklebt wird, muss das Glas und das Profil an den Klebeflächen gereinigt werden. Bevor das Glas verklebt wird, muss es in Lot gebracht werden. Bei der Verarbeitung ist das Datenblatt des Klebers und die ABP des gewogenen Profils zu beachten. Nun kann das Glas verklebt werden. Das geschieht punktuell, also es ist keine linieförmige Verklebung notwendig, sondern punktuell. Dafür werden immer Längen von 100 mm, 2 cm tief, in Abstand von 200 mm verklebt. Und das dann beidseitig. Als letzter Schritt sind die Abdeckgummi links und rechts in Profil einzudrücken. Nachdem der Kleber ausgehärtet ist, sitzt das Glas fest im Profil. Sollte es zu einem Glasbruch kommen, ist eine Demontage trotzdem möglich. Dafür haben wir ein spezielles Tooling, wo wir die Klebenaht entfernen können und dann können wir das Glas demontieren. Das war's mit dem Montagevideo. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.